Hallo Leute, da bin ich wieder mit Factorio für euch da. Ja, ihr habt sicher gemerkt, vom Anfang muss ich noch kurz was erklären. Ja, ich war jetzt relativ lange, kamen jetzt keine Videos, zumindest gefühlt relativ lange. Liegt daran einfach, dass ich sehr viel privat zu tun hatte und auch noch habe. Und deswegen leider nicht so gut zum Aufnehmen kommen. Beziehungsweise einfach so häufig zum Aufnehmen komme und muss deswegen halt dann gucken, wann ich dazu komme und wann ich aufnehmen kann und so. Und jetzt, heute habe ich es endlich wieder geschafft. Also nicht wundern, es wird auch in nächster Zeit wahrscheinlich noch so sein, dass ein bisschen weniger Videos kommen. Genau, so ein bisschen weniger Videos kommen und dass wir dann schauen müssen, wie wir weiterkommen. Also ich versuche da so viel, so häufig wie möglich aufzunehmen und euch da neue Videos zu bringen, auch neue Projekte. Aber wie gesagt, momentan ist das alles ein bisschen schwierig, weil einfach sehr viel zu tun ist und ich einfach nicht so, was soll ich hier drin, häufig zum Aufnehmen komme. Dementsprechend habe ich auch überhaupt keine Ahnung mehr, wie dieses Spiel geht. Ich muss erstmal alles wieder rausfinden. Ich weiß, wir sollen hier ein Flugzeug bauen. Werde jetzt noch ein bisschen mit der Steuerung rumhackeln. Ich brauche 100 Kunststoffstangen, 200 Schaltkreise, 100 Batterien. Ja, okay. Was produzierst du? Du produzierst mir Batterien. Okay, da habe ich schon 100. Ich habe auch schon 20 Elektromotoren. Was brauchst du denn? Ich habe keine Ahnung mehr, was das alles macht. Ich nehme noch 100 Kunststoff. Ich den Turm kaputt machen. Oh mein Gott. Es wird langsam Zeit für... Ich habe keine Reparatur, tue ich mir. Oh, scheiße. Oh, die haben den Tower kaputt gemacht. Die Dreckschweine. Wie sie sich halt einfach nach und nach durch diesen Schutzwall fressen. Ich hab noch nie Munition. Herrlich. Wenn die durchkommen, habe ich ein Problem. Halt nicht viel aus, die Viecher. Ich nehme mal feierlich. Wie? Tatsächlich die Munition aus. Ahahaha. Das kann jetzt echt nicht wahr sein. Das geht doch nicht. Oh! Verdammte Scheiße. Da habe ich schon hier, ich habe nicht mal mehr Mauern. Oh! Hin mit den Schaltkreisen hier. Aber ist viel zu lange. Ich habe hier irgendwo Munition produziert, ich weiß es noch. Das hier könnte die Munitionsproduktion sein. Ja. Ist viel zu langsam. Viel zu langsam. Irgendwo habe ich noch. Müsste ich noch Steinproduktion haben. Oh, Stein ohne Ende. Was wollte ich denn jetzt? Mauern. Oh, ganz 11 Mauern. Okay, immerhin habe ich wieder ein bisschen was.
Machen wir da oben erstmal das Loch zu und bestücken die Dinger neu. Und ich brauche noch. Habe ich noch Türme? Nee, natürlich nicht. Einen Turm kann ich bauen. Kommt da so ein fetter Angriff und zerlegt mir fast meine gesamte Verteidigung. Ich meine, ich habe hier schon eine Mauer hingebaut vom anderen Stern. Und trotzdem kommen die hier noch durch. Lustig. Die Mauer ist auch schon fast zerlegt. Uiuiuiui, und der Turm hier erst. Ich brauche mehr Munition. Irgendwie aufteilen. Wie ging das denn? Ah, okay. Ja. Da brauchst du auch noch was. Ich denke jetzt mal, versuche jetzt mal nur irgendwie so 10 reinzulegen. Hinten ist irgendwie gar nichts. Neuen Turm. Der natürlich wieder keine Munition hat. Das ist so, das habe ich so überhaupt nicht vermisst an dem Spiel. Und nochmal 10. Und die letzten 10. Wenigstens ist die Musik gut. Die habe ich vermisst, die Musik irgendwie. So. Da kommen nochmal welche rein. Die hat dann noch irgendeiner voll wenig. Der hat nur kleine Munition. Okay. Da kriegst du auch noch. Ah. Alles nur, weil ich auf diese blöden Schaltkreise hier warte. Weil ich zu wenig Kunststoff habe. Munition wird da oben gebaut. Ich brauche aber erstmal Mauern. Viele Mauern. Viele Mauern. Ich brauche einen zweiten Ofen. Den bestücken wir jetzt einfach hier mit und mit ganz viel Stein. Wenn mehr ist genug, zack. Gut. Ich brauche noch ein bisschen Kohle. Wo ist denn hier Kohle? Was machen eigentlich die hier alle? Die sind alle voll. Bing. Bing. Arbeitet mal. Produziert dabei mal Munition. Boah, ich hätte vielleicht erstmal eine Mauer produzieren sollen. Jetzt brauche ich trotzdem erstmal Kohle. Kohle. Achso, wir brauchen alle keine Kohle. Die ganze Kohle läuft ja nach da drüben. Okay. So bekommen wir hier immer unsere Vorratskisten. Ohne die würde ich, glaube ich, ziemlich eingehen. Was machst du eigentlich hier? Stahl. Schön. Was brauche ich hier für panzerbrechende Munition? Kupfer und Stahl. Okay, können wir uns auch machen. Achso. So. Sind wir voll. Ja. So, das brechen wir jetzt erstmal ab. Na gut. Ja, halt. 2 machen wir noch. Dann machen wir alle Mauern. Das geht ja relativ fix. Und dann machen wir panzerbrechende Munition. Das ist nur 46. Kein Kupfer mehr. Muss mich veralbern. Ich muss eine Kiste mit Kupfer haben hier. Passt doch. So. 5 Kupfer pro Stahl. Das ist schon ganz schön heftig. Das ist ganz schön heftig. Autosave.
brauche dringend mehr Kunststoff. Komm ich hier noch vorbei? Ja. So. Die Lücken schließen mit der Verteidigung. Nicht selber drin stehen. Gut, kann ich noch einen Geschützturm bauen? Ja. Den einen, der mir kaputt gegangen ist. Warum produzierst du eigentlich so langsam? Woran hapert es denn hier? Am Petroleum. Warum kriegen wir hier kein Petroleum? Rohöl. Haben wir doch. Ist ein bisschen langsam. Und Rohöl haben wir mehr als genug. Ich könnte jetzt natürlich hier noch irgendwie versuchen, das nochmal anzuschließen. Also den ganzen anderen Krempel verbrauche ich ja gut. Ich krieg nur zu wenig Petroleum. Produkte. 3, 3, 4. 10 mal Rohöl. Okay. Und das? Die Chemiefabrik? Ist das eine Chemiefabrik gewesen? Nee, Ölraffinerie. 3 Ziegelsteine. 15 Stahlträger. Das sollte sich ja machen lassen. Ich versuche da jetzt einfach noch meine... Ach nee, ich habe ja noch Munition, die ich brauche. Ja, gut. Dann nehmen wir einfach nochmal 100 damit. Ist natürlich jetzt die Kohle ausgegangen. Na. Ein paar Ziegelsteine. Eine Ölraffinerie. Habe ich noch Rohre? 13 Stück. Können wir auch gleich welche produzieren im Anschluss. Ein paar. Und unterirdische Rohre produzieren wir auch gleich mal 5. Oh, die echt 10 Rohre. Naja. Gut. Sollte hinhauen. Was ist eigentlich in meinem Auto? Im Auto ist 50 Ziegelsteine. Na super. Wenn ich das mal gewusst hätte. Wenn ich das mal gewusst hätte. Was soll ich hier mit denen hier? Da passiert doch gar nicht so viel. Kommt relativ selten irgendwas, aber hier verbraucht auch Munition. Möchte ich lieber mal nicht leerräumen. Die Geschütze, was ist hier unten? 50, 50, 50, okay. Lass mal alle mal so. Was hast du? 25. Ah ja. Muss reichen. 100, 100. Okay, die haben 100 normale Munition, muss auch reichen. Hier gibt's da unten nicht. Hinten waren noch Geschütztürme. Ja, ich weiß. Ich bin ein bisschen planlos. Aber. Ach, die haben ja noch voll viel Munition. Die sie eigentlich nicht brauchen, weil die Hauptkampffront ist oben. Würde ich doch mal sagen. Schichten wir mal rum. Was ist gar noch ein Geschützturm? Bing. Ist anders. 50, 50, 50. Du für ein Scheiß. Okay. 50, die kommen jetzt alle da rein. 50. Fast gar nichts. So, 50. Und hier müssen wir jetzt dann wieder einzeln nachfüllen. Ne? So. Ach, ich liebe es. Oh, 20. 20. Hier wird eh nicht mehr so oft geschossen, weil da oben die Mauer im Weg steht. Ich erinnere mich daran, die gebaut zu haben. Ah, ich baue meinen Geschützturm. Super. Für den habe ich jetzt so keine Munition mehr. Egal. Achso, ich habe hier noch. Ja. 2,50, die kommen da rein. So, Geschützturm. Hochhol.
Oh, ja. Jetzt bauen wir eine Ölraffinerie, die wir nicht mehr brauchen, weil jetzt haben wir auf einmal die 198. Dann kann ich mal die Sachen zusammensammeln. Muss mal jetzt, wenn hier der 200. drin ist. Nicht, dass ich dann am Ende keinen Kunststoff mehr habe, alles vorne in der Kiste landet. So, 200. 100. Was brauchen wir noch fürs Flugzeug? 100 Batterien. Verpump. Gut. Dann bauen wir ein Flugzeug. Und schon haben wir gar nichts mehr. Jetzt haben wir die Ölraffinerie umsonst gebaut. Das ist auch schön hier. Drehen immer ihre Kreise. Und brauchen nichts mehr. Elektrische Akkumulatoren. Schön. Oh, das braucht ihr ewig, das Flugzeug. Das braucht ihr ewig. Map. Ah, kein Wunder. Hier ist alles voll. Oh, da gibt's Kupfer. Ist das wohl Öl? Nee, ist kein Öl, das sind auch Feinde. Oh mein Mann. Ist ganz schön gefährlich hier. In der Gegend, also ist keine gute Wohngegend, kann ich nicht empfehlen. Geschafft, das Flugzeug ist fertig. Und jetzt? Lass uns zu einem ruhigeren Ort fliegen, einem weit entfernten Ort. Ja, wäre ich auch dafür. Ja, wir haben es endlich geschafft. Wir haben ganze 2,5 Stunden für diese Mission gebraucht. Kann mich gar nicht dran erinnern. Wahrscheinlich haben wir ziemlich viel Blödsinn gemacht zwischendrin. Wir haben mittelgroße Biester 98, ach du Scheiße, große Biester 62, naja, kein Wunder, dass das da so hart war. Mittelgroße Speier 11, kleine Speier 8, ja, die haben über die Türme geschossen, die blöden Viecher. Große Speier 7 und 3 kleine Beißer, wo auch immer die herkamen. Na gut, dann wollen wir mal hier, machen wir mal weiter. Epilog, herzlichen Glückwunsch, du hast die Basiskampagne erfolgreich abgeschlossen. Oh schön. Doch es gibt noch viel für dich zu entdecken. Zum Beispiel kannst du das freie Spiel ausprobieren. Das ist ein langer Überlebenskampf, welcher alle derzeit im Spiel enthaltenen Mechanismen beinhaltet. Joa, da sind noch Sachen drin, die ich noch überhaupt nicht kenne. Automatisierte Produktion, Forschung und Kampf. Mhm. Oder du... Von automatisierte Produktion, ach du Scheiße. Also ich meine, ich habe mal irgendwie gelesen, es gibt so komische Bauroboter und sowas und so Kampfroboter. Das wird richtig lustig. Oder du probierst das Sandbox-Szenario, in dem du alles bauen kannst, was du willst. Du kannst auch das Szenario-Pack spielen, in dem du logistische Rätsel lösen musst und gegen die Zeit antrittst, um spezialisierte Fabriken zu bauen. Okay. Ja. Schließen. Oh, da sind wir wieder im Startmonitor. Spiel. Kampagne. Das haben wir, glaube ich, durch. Neue Hoffnung. Bla bla bla. Okay, möchte ich dir bessere Vorstellung in der näheren Umgebung. Naja, das haben wir gerade gemacht. Bei Base. Fließband. Wahnsinn. So viele Truhen und solch eine kleine Insel. Kannst du die Truhen verbinden, ohne den Kopf zu verlieren? Oder Platzmangel. Wenig Platz, begrenzte Rohstoffe und Zeitlimit. Kaufe Land und Maschinen und verkaufe dein Endprodukt. Das klingt natürlich auch lustig. Mit Handel. Ich würde aber sagen, wir schauen uns einfach mal den Fließband-Wahnsinn an. Und wenn der nichts ist, würde ich einfach mal ein freies Spiel anfangen und ins Grüne, Blaue, was auch immer, ins Factorio-Folge hinausspielen. Ja, ich beende hier die Folge, weil wir eh schon bei 19 Minuten sind. Genau. Wie gesagt, nochmal der Hinweis darauf, was ich am Anfang auch gesagt habe, für die Leute, die das Anfang nicht gesehen haben, wo wir es wieder vergessen haben. Videos kommen auf jeden Fall, nur nicht mehr so regelmäßig wie bisher und mit vielleicht auch mal längeren Pausen zwischendrin, aber ich werde weiterspielen, ich werde auch Factorio auf jeden Fall weiterspielen und habe auch ein neues Projekt im, ja, im Petto, das ich anfangen will. Sobald Zeit ist, werde ich da was aufnehmen. Und dann werdet ihr da, ja, wie gesagt, etwas unregelmäßig die Folgen sehen. Da ich momentan auch so wenig zum Aufnehmen komme, weiß ich noch nicht, wie ich es mit den Veröffentlichungszeiten mache. Vielleicht mache ich nur Samstag, Sonntag, gehe ein Video oder ich mache
Je nachdem, wie viel ich zum Aufnehmen komme, mache ich dann auch mehr oder so. Ich schaue einfach mal, es wird halt jetzt sehr unregelmäßig. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mir zuzuschauen. Ich hoffe, ihr seid nicht allzu böse wegen der Pause und dass jetzt nicht so regelmäßig kommt. Aber versprochen ist versprochen, sobald die Zeit wieder da ist, wird weiter aufgenommen. Und wieder viel aufgenommen und beziehungsweise nicht viel, aber regelmäßig aufgenommen, so viel wie er geht. Ja, damit verabschiede ich mich und wir sehen uns dann zur nächsten Folge Factorio oder vielleicht auch in einem neuen Projekt. Das wird's zeigen und beim nächsten Mal probieren wir den Fließbandwahnsinn aus. Da freue ich mich schon drauf, mal gucken, was das wird. Ja, damit verabschiede ich mich. Ciao, Leute!